Okay, gut, fangen wir an. Also, mein Name ist Haoro. Ich erzähle euch heute was zu Parsing Expression Grammars. Was das ist, werdet ihr hoffentlich lernen, wenn ihr es noch nicht wisst. Fangen wir mal an mit einer Einführung, erstmal in reguläre Ausdrücke. Wer kann mit dem Begriff denn was anfangen? Fast alle, wundervoll. Wer nimmt denn reguläre Ausdrücke regelmäßig her, um zu parsen, zu scannen, zu matchen? Das ist auch ein beachtlicher Anteil. So, reguläre Ausdrücke sind eigentlich schon ein ziemlich alter Hut. Anfang der 70er Jahre, Ende der 60er wurden sie erstmals von Ken Thompson beschrieben und stellen einen Formalismus zur Beschreibung regulärer Sprachen dar. Ich möchte euch heute gar nicht großartig damit langweilen, was Sprachtheorie ist. Aber wie wir eben schon durch Handzeichen gesehen haben, wir lieben Regexe. Irgendwie sind sie immer schnell geschrieben, für verschiedene Werte von schnell. Es gibt effiziente Implementierungen dafür und es funktioniert irgendwie, um unsere Parsing-Probleme zu lösen. Aber sie sind doch ziemlich beschränkt in den Ausdrucksmöglichkeiten, die man damit hat. Insbesondere gibt es da diverse Probleme mit Captures. Also wenn man sich bestimmte Teile eines Strings, den man geparst hat, merken möchte. Ein großes Problem bei den Ausdrucksmöglichkeiten ist, wie der Name schon sagt, es sind reguläre Ausdrücke. Das heißt, sie können reguläre Sprachen parsen, sie können aber nicht reguläre Sprachen parsen. Das heißt, alles, was irgendwie eine Verschachtelung hat, wird damit ziemlich knifflig, beziehungsweise bedingt eine andere Art von Lösung in der Regel, dass man Programmcode um die Regexe drumherum hat, die sich irgendwie mit dieser Verschachtelung beschäftigen. Außerdem sind reguläre Sprachen selbst mit regulären Ausdrücken relativ schwer auszudrücken. Es ist nur weil eine Sprache per se regulär ist, bedeutet das eben im Umkehrschluss nicht, dass sie mit einer Regex einfach darzustellen ist. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel Komplemente. Also Komplemente von regulären Sprachen sind auch reguläre Sprachen. Das heißt, wir können sozusagen das nicht prinzipiell immer mit einer Regex ausdrücken. Leider funktioniert das meistens nicht so dolle. Also ein typisches Problem, was man kennt, sind eben C-ähnliche Kommentare. Also man möchte zwischen einem Slash-Sternchen und einem Sternchen-Slash möglichst alles erwischen, denn das ist ein Kommentar, das brauchen wir nicht. Dieses alles, was kein Sternchen-Slash ist, ist in der Regex aber relativ schwierig auszudrücken. Das Gleiche gilt zum Beispiel für Identifier, zum Beispiel in C. Das heißt, wir können relativ einfach mit einer Regex definieren, wie so ein Identifier aussieht. In der Regel sind das eben eine Folge von Buchstaben, Zahlen, Unterstrichen. Allerdings matchen die Keywords sozusagen auch als Identifier, sind aber im Grunde in der Menge der Identifier nicht verfügbar. Ich kann keine Variable mit dem Namen long anlegen, weil dieses Wort bereits reserviert ist. Das heißt, ich brauche im Grunde eine Möglichkeit auszudrücken, dass es eben Identifier ohne die Wörter int, long und so weiter sind. Prinzipiell ist alles schwierig, was eben irgendwie ein String ist, der ein bestimmtes Wort nicht enthält. Da versagen halt reguläre Ausdrücke häufig. Außerdem, immer wenn dann Captures oder irgendeine Form von Grouping, also Subausdrücke vorhanden sind, wird das Ganze intrinsisch nicht deterministisch. Das heißt, wir haben keine Garantie mehr für das Laufzeitverhalten. Und es kommt häufig zu Backtracking. Das heißt, die Engine, die das Parsing übernimmt, muss halt bereits Gesehenes wieder zurücklaufen und Alternativen ausprobieren. Genau, ein Problem, was damit einherkommt, ist eben die sogenannte Longest Matching-Regel. Das heißt, in den meisten Implementierungen für reguläre Ausdrücke wird standardmäßig versucht, immer den größten Subausdruck zu matchen. Das hat aber ein paar Nachteile. Zum einen ist die Assoziativität bei der Zusammenfügung gebrochen. Also ich habe hier ein Beispiel gemacht. Also ich nenne immer das Ding, in dem ich suche, das Subject. Das ist der Ausdruck, der für Grammatik normalerweise verwendet wird. Das heißt, wenn wir uns den String nehmen, abcde, und nach zwei verschiedenen Ausdrücken parsen, hier ist einmal quasi die eine Klammer um die ersten beiden Teilausdrücke, dann bekomme ich für diesen String die Zerlegung a, bdcde als einer und den leeren String raus. Wenn ich die Klammer um die letzten beiden Ausdrücke mache, bekomme ich auf einmal andere Strings raus. Also der erste Teilstring wird eben als AB gematcht
der zweite als CD, der letzte als E. Das heißt, die Art und Weise, wie ich klammere, kann für die Captchas eine gewisse Relevanz haben. Das liegt eben an der Regel, dass immer der längste Substring gematcht werden muss. Außerdem bricht das eben die Linearität im Algorithmus bei der Suche, dadurch, dass Backtracking involviert ist. Nochmal konkreter, wenn ich das letzte Vorkommen suche, das drückt sich halt in regulären Ausdrücken mit Punkt, Slash und Foo aus. Das würde halt das letzte Vorkommen von Foo innerhalb eines Subjects finden. Muss das ganze Ding vollständig gelesen werden. Das heißt, die Regex Engine muss die komplette Eingabe konsumieren, was prinzipiell nicht unbedingt ein Problem ist, wenn diese Eingaben kurz sind. Wenn ich allerdings mehrere Gigabyte vor mir habe, dann wird das richtig ätzend. Eben hier nochmal beispielhaft dargestellt, wenn ich eben das letzte Vorkommen von B in diesem String suche, der mit einem A beginnt, ein B enthält und 20 weitere A's, ist die Regex Engine quasi genötigt, bis zu diesem A zu schauen, um dann durch Backtracking nachher wieder festzustellen, dass hier bereits Schluss gewesen wäre. Das kann dann im schlimmsten Fall zu quadratischem Laufzeitverhalten führen. Und dieses quadratische Laufzeitverhalten ist in der Praxis ein Problem. Es ist halt sicherheitsrelevant mit einer neuen Klasse, die nennt sich RDoS, also Regular Expression Denial of Service, wo man gezielt reguläre Ausdrücke durch Eingaben dazu nutzen kann, Webserver down zu bringen, indem sie sich halt ellenlang mit Parsen aufhalten, wo sie eigentlich nicht parsen müssten. So geschehen ungefähr letztes Jahr, als Stack Overflow für etwas mehr als eine halbe Stunde down war, genau aufgrund dieses Problems. Wir haben die halbe Stunde irgendwie überstanden, aber wir würden gerne sowas in der Zukunft nicht mehr sehen. Das Problem da war eben auch, dass ein Post abgesetzt wurde, der einfach 20.000 Leerzeichen enthielt und die Regex sich daran verschluckt hat. So, jetzt kann man sagen, okay, aber reguläre Ausdrücke, Regexes, das ist auch irgendwie nicht so ganz das Gleiche. Also mit regulärer Ausdrücke meine ich im Grunde den Formalismus, so wie in den Schulbüchern steht. Regexen sind für mich die konkreten Implementierungen, also Tools, die reguläre Ausdrücke verarbeiten können. Und diese Implementierungen setzen reguläre Ausdrücke eben nicht konsequent um. Und das ist in der Praxis dann doch wieder ein Vorteil, denn man hat einige Erweiterungen eingebaut, die eben verhindern können, dass solche Sachen passieren oder mir wieder eine gewisse Garantie über die Laufzeit geben. Zum Beispiel Possessor von Lazy Repetition, das werde ich später nochmal ansprechen. Man kann eben einen Look-Ahead oder einen Look-Behind durchführen. Das heißt, ich kann innerhalb der Regex vorwärts schauen oder nach hinten schauen, um halt Entscheidungen über den Weg zu treffen, in dem gematcht wird. Oder eben sogar ein Back-Referencing machen, also mich auf Dinge beziehen, die Regex-Engine bereits gesehen hat. Das ist ziemlich mächtig, das sind aber, wie gesagt, alles Erweiterungen. Das ist nicht im Formalismus der regulären Ausdrücke per se drin. Implementierungen können das tun, tun das häufig, aber es gibt keinen Formalismus. Das heißt, wir haben im Grunde für reguläre Ausdrücke keine klar oder formal definierte Semantik. Wir haben kein klar definiertes Performance-Modell. Es gibt halt eben Ad-Hoc-Optimierungen, aber wenn man jetzt wirklich seine Regexe auf Geschwindigkeit trimmen will, ist man im Grunde dazu verdammt zu versuchen und zu schauen, wie schnell läuft das Ding denn und daraufhin Alternativen zu probieren. In der Regel lässt das Ergebnis aber auch nicht wirklich Rückschlüsse darüber zu, warum es jetzt konkret schneller ist. Das heißt, das ist so ein bisschen Versuch und Irrtum. Im Großen und Ganzen sind sie halt sinnvoll, sie sind aber in meinen Augen nur für bestimmte Aufgaben sinnvoll. Insbesondere dann, wenn Eingaben klein sind und wenn die Eingaben, die ich bekomme, mehr oder weniger dem bereits entsprechen, was ich erwarte. Sobald man eine Abweichung hat, hat man gegebenenfalls ein Problem. Außerdem ist Verschachtelung eben nicht unterstützt, was allerdings beim Parsen vieler, insbesondere gut strukturierter Sprachen oder künstlicher Sprachen häufig der Fall ist. Das heißt, muss irgendwie besser gehen. Und ein Ansatz, den ich mir daraufhin mal angeschaut habe, war eben Parsing Expression Grammars. Zur Geschichte, die sind ungefähr genauso alt wie Regexe bereits.
zwei der Haupteigenschaften von PEGs, auf die ich später noch eingehen werde, sind eben Restricted Backtracking und das NOT-Prädikat. Die wurden erstmals 1970 beschrieben in der Sprachtheorie. 1972 wurden dann PEGs wirklich tiefer beschrieben als Top-Down Passing Language und dann halt generalisiert zu einer Generalized Top-Down Passing Language. Das heißt, PEGs sind äquivalent mit Top-Down Passing Languages. Das heißt, alles, was ich in einem Top-Down Parser bauen kann, kann ich auch mit einer PEG bauen und umgekehrt. Dann lag das Ganze irgendwie 30 Jahre still, bis Brian Ford 2002 seine Master-Thesis über PEGs geschrieben hat. Und das Bemerkenswerte an dieser Thesis ist letzten Endes, dass er eine Standardnotation eingeführt hat für PEGs. Das heißt, wir können im Grunde jetzt einheitlich PEGs darstellen. Er hat einen PEG-Parser oder eine PEG-Engine namens Packrat geschrieben, auf die ich nicht eingehen möchte, und die Vereinheitlichung von Scanning und Parsing durchgeführt. Das heißt, innerhalb einer PEG sind diese zwei Vorgänge nicht prinzipiell getrennt, sondern ich habe sozusagen immer einen Parsing-Schritt, über den ich aber auch suchen kann. Also matchen, suchen, das ist in der PEG letzten Endes alles eins. Wie muss man sich jetzt irgendwie PEGs vorstellen? Letzten Endes ist das eine noch formale Sprache, wie reguläre Ausdrücke auch, beziehungsweise eine Grammatik. Und sie haben starke Ähnlichkeiten zu kontextfreien Grammatiken. Kontextfreie Grammatiken sind etwas mächtiger als reguläre Ausdrücke. Das heißt, PEGs haben aufgrund der Ähnlichkeit auch mehr Möglichkeiten, Dinge auszudrücken als reguläre Ausdrücke. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Mischung aus einer kontextfreien Grammatik und Pattern-Matching-Elementen. Es gibt zwischen den beiden Systemen oder den beiden Grammatiken Unterschiede in der Semantik. Zum Beispiel, dass PEGs immer eindeutig sind, also kontextfreie Grammatiken ebenso wie reguläre Ausdrücke. Sobald ich eine Auswahl habe zwischen verschiedenen Möglichkeiten, ist im regulären Ausdruck und auch in der kontextfreien Grammatik nicht definiert, welche dieser Alternativen zuerst genommen wird. In einer PEG ist es definiert. Genau, also der Fokus bei PEGs ist effektiv auf einer Stringerkennung. Kontextfreie Grammatiken und reguläre Ausdrücke haben halt, wie gesagt, die Wurzeln in der Sprachtheorie und sind eigentlich eher dazu da, eine Stringgenerierung zu beschreiben. Das heißt, die Möglichkeiten aller Sprachen oder alle Strings, die ich mit einer Sprache generieren kann, wohingegen letzten Endes die PEGs wirklich nur für die Erkennung da sind. Im Großen und Ganzen beschreiben sie sozusagen einen Algorithmus zur Stringerkennung. Und warum das für eine Implementierung wichtig ist, darauf gehe ich dann später nochmal ein. Gut, wo eignen sie sich? Im Grunde da, wo sich reguläre Ausdrücke auch eignen, also für gut strukturierte Sprachen. Damit meine ich jetzt überwiegend Programmiersprachen, also alles das, was von Menschen mal erfunden wurde, Domain-Specific Languages. Und natürlich auch künstliche Sprachen, also Loschbahn wäre da zum Beispiel so ein Kandidat, der eine gewisse Regelmäßigkeit aufweist. Gut, wie sieht sowas aus? Also der Formalismus ist ähnlich wie in anderen Sprachen auch. Also wir haben einen Satz von Regeln. Die Buchstaben, die hier sozusagen stehen, die nennen sich eben Non-Terminale. Das sind also die Teile, die noch nicht bestimmt sind. Der Pfeil zeigt im Grunde immer in Richtung der Definition. Das heißt, die Regel A sozusagen hat die Möglichkeit, eben gematcht zu werden über die Regel B, gefolgt von der Regel C, gefolgt von der Regel D oder von der Regel E und nicht der Regel F oder irgendwas anderes. Für die Regel B habe ich ein Terminal angefügt. Also Terminale sind in einfachen Hochkommata dargestellt und die matchen immer exakt. Also die Regel B würde quasi jetzt den String foo matchen. Genau. Es müssen halt logischerweise immer alle Nicht-Terminale in der Grammatik definiert sein, damit da was Sinnvolles bei rauskommt. Ich habe das jetzt hier aus Gründen der Übersicht ein bisschen weggelassen. Ist das jedem soweit klar, wie das zu lesen ist? Okay. Ja. F bedeutet SAP, also Menge aller Wörter oben
Genau, also die Frage war, das Nicht-F oder was das Nicht-F bedeutet. Also das bedeutet eben alles, was nicht dieser Regel entspricht. Da sieht man schon, es gibt ein paar Unterschiede. Also wir haben ein Prädikat, das erkläre ich aber gleich noch. Okay, so die drei Kernkonzepte in Parsing Expression Grammar sind eben Order Choice, Restricted Backtracking und Predicates. Order Choice bedeutet effektiv einfach nur, dass die Alternativen in der Reihenfolge ihrer Definition ausgewertet werden. Das ist jetzt keine Konvention, die Implementierung einfach so machen, sondern es ist Teil des Formalismus. PEG-Implementierungen haben das so zu tun und deswegen wurde da jetzt auch nicht der übliche das Pipe-Symbol für die Alternativen verwendet, wie das in regulären Ausdrücken der Fall ist, sondern bewusst der Slash, weil es was anderes ist. In dem Beispiel habe ich eben eine Regel A, die matcht eben erstmal die Regel A1. Falls diese Regel nicht gematcht werden kann, matcht es eben die Regel A2. Falls diese auch nicht gematcht werden kann, matcht es die Regel A3 und so weiter. Das heißt, die werden konsequent nacheinander durchprobiert. Sobald eine dieser Regeln matcht, ist die Regel A erfüllt und die ist damit fix. Das heißt, wenn A2 sozusagen matcht, wird auch unter keinen Umständen A3 mehr probiert oder A1. Also A1 wurde bereits erfolglos probiert, A2 wird sozusagen gematcht und behalten, A3 würde dann gar nicht mehr probiert werden. Das ist wohl der erste Unterschied zu regex, an den man sich so ein bisschen gewöhnen muss, wenn man diese Grammatiken liest. Restricted Backtracking bedeutet, dass im Falle eines Parsing-Fehlschlags sozusagen nicht beliebig weit zurückgegangen werden kann. In dem Fall haben wir eben eine Regel S, die aus den Regeln A gefolgt von B besteht. Die Regel A kann jetzt gematcht werden über A1, A2 oder beliebige weitere Ausdrücke. Das heißt, sobald ich eine Alternative gefunden habe, also sei es A1 oder A2 oder eine beliebige andere, sodass A definiert ist, wird auch beim Fehlschlagen von B keine neue Alternative gesucht. Das heißt, hat A2 gematcht und B schlägt fehl, wird A so behandelt, als hätte da immer A2 gematcht. Das ist eben mit Restricted Backtracking gemeint. Das heißt, eine Regel backtrackt effektiv immer nur, also in sich selbst sozusagen, aber niemals in eine andere Regel hinein. Das dritte Element sind eben Predicates oder Prädikate. Da gibt es zwei Stück. Das eine ist das Not-Prädikat, das haben wir eben im Beispiel schon kurz gesehen. Das ist immer dann erfolgreich, wenn A fehlschlägt. Das heißt, es wird effektiv versucht, A zu parsen. Und wenn das nicht klappt, ist das wunderbar. Dann haben wir sozusagen ein Match. Und es gibt das Und-Prädikat, das ist effektiv nur syntaktischer Zucker für zweimal das Nicht-Prädikat. Jetzt sagt man sich, okay, also das bedeutet ja, dass es erfolgreich ist, wenn A erfolgreich gepasst werden könnte. Warum braucht man das? Man hat ja dann A schon. Der Unterschied ist eben, dass diese beiden das Subject nicht konsumieren. Also das heißt, der sozusagen Lesekopf auf dem String wandert nicht weiter. Das bedeutet in der Konsequenz, dass ich einen Look-Ahead habe. Das heißt, mit dem Und-Prädikat kann ich im Grunde quasi erfolgreich vorausschauen, sozusagen, ohne dass es dann weitergeht. Auch hier nochmal, Predicates sind bereits Teil des Formalismus. Das heißt, das ist auch keine Erweiterung oder nichts Implementierungsspezifisches, sondern das ist Teil der Parsing Expression Grammars per se. So, da kann man jetzt interessante Sachen mitmachen. Zum Beispiel habe ich hier mal eine Grammatik aufgeschrieben, die parst Subjects mit einer geraden Anzahl von Einsen und Nullen. Diese Grammatik könnte man im Grunde auch als Finite State Automata darstellen, also infiniten Zustandsautomaten. Die Grafik habe ich jetzt leider nicht aufgezeichnet. Das ist folgendermaßen zu lesen. Wir sagen, wir haben eine gerade Anzahl von Nullen und eine gerade Anzahl von Einsen, dann, wenn es mit einer Null losgeht und einer ungeraden, also odd, ungeraden Anzahl Nullen und einer geraden Anzahl Einsen ist, oder mit einer Eins
und einer geraden Anzahl Nullen und einer ungeraden Anzahl Einsen. Und dieses Konstrukt bedeutet quasi das Ende des Strings. Also wenn ich nicht irgendwas matche, dann matche ich immer das Ende. Es kann da nichts anderes matchen. Und die anderen Regeln sind eben genau das. Also odd-even bedeutet eben eine ungerade Anzahl Nullen, eine gerade Anzahl Einsen und so weiter. Das heißt, wenn man das mal logisch durchgeht, ist es effektiv genau das. Also ich zähle gerade, ob sowohl die Einsen als auch die Nullen eine gerade Anzahl haben in diesem String. Man sieht hier auch, dass das eine rechtslineare Grammatik ist. Also rechtslineare Grammatik bedeutet, dass in jeder dieser Alternativen das Nicht-Terminal immer auf der rechten Seite steht und nie mehr als zwei Nicht-Terminale aufeinander folgen. Das macht das Ganze zu einer nicht-rechtslinearen Grammatik. Und rechtslineare Grammatiken sind immer reguläre Grammatiken. Das heißt, wir müssen diese Grammatik auch als Regex darstellen können. Das überlasse ich euch als Hausaufgabe. Ich bin daran gescheitert. Daran sieht man aber vielleicht schon mal, dass PEGs je nach Aufgabenstellung eine ganz andere Ausdruckskraft haben, als reguläre Ausdrücke das könnten, obwohl dieses Problem prinzipiell mit Regexen lösbar ist. Gut, gehen wir jetzt noch ein bisschen auf das Thema Matching und Suche ein. Das ist ja eigentlich das, was uns meistens umtreibt, wenn wir mit regulären Ausdrücken arbeiten. Eine Eigenheit sozusagen ist, dass PEGs immer nur im Präfix des Subjects suchen. Das heißt, wir wollen einen String erkennen und wenn der String eben länger ist, als unsere Grammatik das definiert, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn wir jetzt eine vollständige Suche wollen, das heißt, wir haben ein definiertes Ende in unserer Grammatik sozusagen, da müssen wir das explizit hinschreiben und das haben wir eben schon kurz gesehen. Also das nicht, also der Punkt matcht halt jedes Zeichen, wie in einer Regex auch, und nicht jedes Zeichen ist eben effektiv dann erreicht, wenn ich aus dem Subject nichts mehr konsumieren kann, also das heißt, das Ende erreicht habe. Unten ist eine kurze Grammatik aufgezeigt, die effektiv nur den String A matcht mit der Länge 1. Die würde jetzt dazu führen, dass, wenn ich einen String reinbekäme, der zwei A's enthält, die End-of-String-Regel sozusagen, also ein weiteres Zeichen konsumiert werden könnte. Und damit schlägt das Nicht-Prädikat fehl. Und damit sind zwei A's in dieser Grammatik kein sinnvoller Wert. Okay, beim Suchen und Matchen gibt es ja verschiedene Varianten, derer vier, von denen ich nur drei behandle, weil der letzte Fall trivial ist. Also zum ersten diese Blind Greedy Repetition. Das ist auch das, was Regexe Possessive Repetition nennen. Das bedeutet, matche mir so viel wie geht, egal was danach kommt. Also der Teil egal was danach kommt, ist sozusagen das Blind. Das Greedy ist matche so viel wie möglich. Da gibt es in den PEGs den gleichen Ausdruck, also A-Sternchen. Das ist im Grunde ziemlich ähnlich zu dem, was man aus Regexen kennt, funktioniert allerdings ein bisschen anders. Die untere Variante, die dort aufgeführt ist, ist das Gleiche in Grün sozusagen. Also formal geschrieben würde das bedeuten, wir matchen ein A, gefolgt von derselben Regel, oder wir matchen den leeren String. Genau, also diese beiden Aussagen oder Varianten sind sozusagen äquivalent. Die PEG-Implementierungen bauen sozusagen ein A-Sternchen immer in die untere Form um, bevor sie zur Ausführung bringen. Das ist nur eine Konvention, dass es so geschrieben wird. In einer Regex haben wir mit diesem Ausdruck das Problem, dass wir quasi immer ein Backtracking haben. Die ein oder andere, also Paul zum Beispiel, hat Möglichkeiten, eine kleine Blind Greedy Repetition so zu konstruieren, dass sie auch ohne Backtracking funktioniert. Das muss man aber durch einen speziellen Operator einschalten und andere Implementierungen haben das eben nicht. Dann gibt es die Non-Blind Greedy Repetition. Das Ziel dieser Suche ist effektiv, das letzte Vorkommen von irgendwas zu finden. Das heißt, in diesem Fall so vieles wie möglich vor B.
Die untere Variante zeigt eben einen Suchausdruck, der quasi das letzte Komma in einem String findet. Das funktioniert eben auch wieder über Order Choice. Das heißt, das Order Choice ist greedy, da wir die Substitutionsregel wieder in der ersten Alternative haben. Das heißt, sie wird auch immer zuerst versucht, bevor irgendwann dann B probiert wird. Und wir wollen auf jeden Fall matchen, was danach kommt. Das macht das Ganze eben non-blind. Gut, die dritte im Bunde ist eben dann non-blind, non-greedy. Das bedeutet eben, wir wollen so viele Dinge der Regel A matchen, wie geht, gefolgt von dem, was in B steht. Und wir sehen auch hier, dass wir jetzt keinen speziellen Operator dafür brauchen. Also non-greedy läuft in Regexen üblicherweise auch über einen speziellen Operator. Das nennt sich dort lazy oder reluctant repetition. Wir können das in der PEG direkt ausdrucken, dadurch, dass wir sozusagen das, was wir eigentlich finden wollen, in die erste Alternative ziehen und dann erst weitere Regeln probieren. Ich habe hier als Beispiel zum Beispiel das Parsing eines Strings aufgeschrieben von C-ähnlichen Kommentaren, wie ich das vorher schon sagte. Das war eins dieser Komplemente, die relativ schwierig auszudrücken sind. In einer PEG können wir eben sagen, matche slash Sternchen und dann ein Endcomment. Und die Endcomment-Regel besagt, wir versuchen erst ein Sternchen slash zu matchen. Wenn das nicht funktioniert, matchen wir irgendein Zeichen. Wir wissen ja von dem Zeichen, dass es kein Stern sein kann. Und dann probieren wir nochmal Stern slash zu matchen. Und das funktioniert dann eben so lange. Das heißt, wir können so lange sozusagen beliebige Zeichen konsumieren, bis wir endlich das Slash-Sternchen finden. Und so lassen sich halt C-ähnliche Kommentare in einer PEG abhandeln. Gut. In der Praxis haben wir jetzt also in einer PEG eine ziemlich definierte Semantik. Es ist auch wirklich gar nicht mehr als das, was ich jetzt vorgestellt habe. Das heißt, im Grunde habt ihr jetzt schon alles an der Hand, um eine PEG zu schreiben. Wir haben ein ziemlich definiertes Performance-Modell, da wir genau wissen, wie Backtracking funktioniert, wie Alternativen gewählt werden. Das heißt, im Grunde, und das ist auch Teil der Arbeit von Brian Ford, kann gezeigt werden, dass jede PEG ein Subject in linearer Zeit scannen kann und das sogar ohne Backtracking. Das heißt, sie lassen sich sogar intern umformulieren, dass man ohne das Backtracking auskommen kann. Das ganze Ding hat natürlich jetzt einen Haken. Es ist dann prinzipiell linear, aber die Konstante ist wahnsinnig groß. Das ist jetzt performancemäßig nicht so das, was wir haben wollen. Das ist halt wieder nur praktikabel für kleine Eingaben und dann sind wir auch nicht besser als Regexe. Was können wir tun? Also letzten Endes wollen wir dann doch wieder irgendwas mit Backtracking, aber irgendwas, was trotzdem einigermaßen linear ist und vielleicht sogar optimierbar. Und die clevere Idee, die andere Leute dann hatten, war, wir bauen uns eine Parsing-Maschine. Was ist jetzt eine Parsing-Maschine? Effektiv ist es eine virtuelle Maschine, die effektiv nur spezielle Instruktionen für Pattern-Matching hat. Das heißt, wir stellen unsere PEGs als Programm dar. Das heißt, letzten Endes bauen wir uns einen Compiler, der PEGs in Programme kompiliert. Und ein Matching ist dann effektiv nur noch das Ausführen eines Suchprogramms auf dieser virtuellen Maschine. Wenn diese Maschine in der Lage ist, ihr Ende zu erreichen, habe ich ein Match. Wenn diese Maschine währenddessen stehen bleibt, matcht die Eingabe nicht. Ich brauche allerdings, wenn ich Restricted Backtracking machen möchte, einen Stack. Ich muss mir halt irgendwie merken, wo habe ich angefangen zu lesen und wohin muss ich backtracken. Das heißt, ich muss mir irgendwie einen Zeiger merken in meinem Subject und dafür benötige ich eben meinen Stack. Allerdings haben wir jetzt die Möglichkeit, Backtracking quasi zu vermeiden und damit wieder einen Laufzeitgewinn rauszuholen. Dadurch, dass es ein Programm ist, haben wir natürlich auch Möglichkeiten zu optimieren. Wir können aufgrund des Wissens, das wir haben, über dieses Programm clevere Entscheidungen bauen oder clevere Compiler bauen, die dann wegoptimieren. Ich möchte da jetzt so ein paar Beispiele zeigen. Die sind jetzt so in Pseudo-Assembler. Wir stellen uns jetzt vor,
in dieser virtuellen Maschine haben wir jetzt ein Programm, das den String ABA matchen soll. Das würde eben so aussehen, dass man drei Character-Instruktionen hat. Die Character-Instruktion prüft, ob das Subject an dieser Stelle genau den Character hat, den man erwartet. Wenn das der Fall ist, wird halt die nächste Instruktion geladen. Wenn das nicht der Fall ist, fällt die Maschine. Das heißt, mit diesem kurzen Programm würden wir jetzt Eingaben matchen, eben auf ein A. Sehen wir ein A, gehen wir in die nächste Instruktion. Sehen wir dort ein B, gehen wir in die nächste Instruktion. Sehen wir dort ein A, gehen wir in die nächste Instruktion. Dort sehen wir das Ende. Das heißt, die Maschine kommt sauber zum Halt. Wir haben den String gematcht. Ist das soweit nachvollziehbar? Gut, wenn wir jetzt eine Alternative zum Beispiel da haben, also wir wollen wieder den String ABA matchen oder ein beliebiges Zeichen. Jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Das heißt, wir bekommen ein paar interessante Instruktionen dazu. Unter anderem diese Choice-Instruktion in Zeile 1. Damit leiten wir quasi diese Alternative ein. Und wir müssen natürlich auch irgendwann sagen, wann die Alternative zu Ende ist. Das ist die sogenannte Commit-Instruktion. Die Commit-Instruktion erlaubt es uns sozusagen, einen Sprung auszuführen an eine andere Stelle. Wir laufen das jetzt erstmal durch. Die erste Instruktion ist jetzt keine reine Char. Das hat folgenden Hintergrund. Da sieht man schon eine mögliche Optimierung, die man machen kann. Wir haben eine neue Instruktion eingeführt, die nennt sich TestChar. Die prüft, ob diese Eingabe eben ein A ist oder nicht. Wenn man jetzt beliebige Strings hat und gewisse Alternativen, insbesondere Terminale, dann hat man in der Regel nicht genau das Zeichen direkt vor sich, was man da gerne hätte. Das heißt, die Maschine hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie direkt im ersten Schritt failt. Wenn wir bereits sozusagen dann Dinge auf den Stack gelegt haben, was relativ teuer ist im Sinne unserer Laufzeit, dann müssen wir das wieder zurückspulen, obwohl wir halt sozusagen schon wissen, dass es relativ häufig failen wird. Das heißt, wir führen eine neue Instruktion ein, die schaut sozusagen erstmal. Und erst dann, wenn ich tatsächlich ein A habe, dann merke ich mir die Dinge, die ich auf den Stack legen wollte. Das heißt, ein Fail kostet sozusagen nichts. Und diese Instruktion macht halt eben genau das. Wenn sie failt, springt sie direkt an Stelle 5, wo halt ein beliebiges Zeichen gematcht wird. Das ist quasi der zweite Teil der Alternative oder die zweite Alternative. Falls dort ein A steht, gehe ich in die Choice-Instruktion, lege halt auf den Stack, was ich mir behalten muss, matche dann wieder B und A. So wie das im ersten Beispiel auch war. Wenn die beiden erfolgreich waren und nicht failen, dann springe ich über die, oder dann wird das Commit ausgeführt sozusagen und ich springe direkt zur Endinstruktion. Falls B oder A failen, da es innerhalb der Choice ist, sieht man hier, wird quasi in Zeile 5 gesprungen und ebenfalls die zweite Alternative probiert. Falls diese matcht, kommt man dann eben auch zur Endinstruktion und weiß, dass man eine der beiden Alternativen gematcht hat. Gut, jetzt möchte ich nochmal ein Beispiel zeigen, wo wir zwei Terminale haben. Also im Grunde haben wir jetzt auch wieder eine Alternative, also ein Choice, die wir in einer bestimmten Reihenfolge abarbeiten machen wollen. Aber ihr seht jetzt schon, in diesem Programm fehlt irgendwie diese Choice-Nummer. Warum ist das? Das ist eine der Optimierungen zum Beispiel. Ein PG-Compiler sozusagen weiß jetzt, dass diese beiden Strings oder diese beiden Alternativen, die man gegeneinander matchen möchte, sich gegenseitig ausschließen. Wenn ich quasi high matche, kann ich niemals foo matchen. Es gibt einfach keine Welt, in der das sinnvoll möglich ist. Das heißt, effektiv wird das Programm jetzt umgebaut. Wir können uns den Stack komplett sparen, dadurch, dass sich die beiden gegenseitig ausschließen. Wir schauen erstmal, finde ich ein H. Wenn ich das tue, prüfe ich eben auf den Character I für das High.
dann komme ich zur Jump-Instruktion und die springt direkt ans Ende. Denn damit habe ich High bereits fertig gematcht. Sollte jetzt TestJar eben nicht funktionieren, dann springe ich halt direkt in Zeile 3 und lande dann halt direkt in der Alternative für Foo. Das heißt, hier haben wir im Grunde ein Matching vorgenommen oder eine Alternative vorgenommen, ohne überhaupt unseren Stack zu gebrauchen, weil wir ihn gar nicht brauchen. Dadurch, dass wir jetzt etwas über diese Grammatik wussten. Genau, hier ist nochmal ein Beispiel für eine Suche. Das ist wieder eine greedy non-blind. Das heißt, wir wollen den String ABA am Ende sozusagen matchen. Und dazu wird es jetzt ein bisschen komplizierter. Genau, es gibt eine Call-Instruktion, die springt für uns direkt in Zeile 2. Das heißt, da matchen wir jetzt wieder das Character A und die Zeilen 2 bis 6 sind im Grunde halt die, die wir in dem letzten Beispiel auch schon hatten. Können wir das erfolgreich matchen, sind wir sozusagen durch in dieser Subroutine. Wir springen quasi an Stelle 9, bekommen hier ein Return. Das heißt, wir springen dann hier auf diese Jump-Instruktion und springen dann damit ans Ende, denn damit sind wir fertig. Hätte der String in dem anderen Falle nicht gematcht, das heißt, wir hätten hier sozusagen einen Fehlschlag gehabt, es ist halt nicht ABA, dann sind wir in der zweiten Alternative. Das heißt, wir springen hier zu Position 7, wir matchen ein beliebiges Zeichen, das muss eigentlich immer funktionieren und dann kommen wir in die Jump-Instruktion, mit der springen wir halt direkt wieder an Stelle 2. Das heißt, wir rufen sozusagen S wieder auf, impliziert. Und dann folgt der ganze Weg, so wie ich ihn eben schon beschrieben habe. Falls irgendetwas darin nicht matcht, geht das ganze Spiel von vorne los. Das heißt, dieses ganze Konstrukt ist effektiv eine Schleife. Keine dieser Instruktionen benutzt den Stack. Das heißt, es ist auch ziemlich performant. Und ist auch letzten Endes wieder eine Optimierung, denn S wird als letztes Element dieser Regel aufgerufen. Und das, was wir hier sehen, ist eigentlich klassisch Tail-Call-Optimization. Das heißt, ich ersetze nicht den Ausdruck durch sich selbst, sondern ich springe sozusagen intern in der Schleife hin und her. Genau, welche weiteren Möglichkeiten gibt es noch? Also es gibt noch eine ganze Hand weitere Instruktionen, die natürlich dann auch implementierungsabhängig sind. Die meisten dazu sind zur Optimierung gedacht. Das Basispaper dazu schreibt, glaube ich, sieben Instruktionen rein plus 5 Optimierungsinstruktionen. Zum Beispiel kann man die Any-Instruktion beliebig häufig aufrufen. Das heißt, man kann sagen, match mir 5 beliebige Zeichen. Wer mich nicht interessiert, was da drin steht, kann ich sozusagen einfach den Pointer im Subject vorwärts bewegen, ohne da überhaupt irgendwas tun zu müssen. Und das ist zum Beispiel eine davon. Und es erlaubt zum Beispiel die Möglichkeit eines Just-in-Time-Compilers. Man könnte sich jetzt überlegen, aufgrund, also sozusagen mitzuschreiben, wann man matcht und wann man failt und dann aufgrund der Eingabe seine Kompilierung zu ändern. Das heißt, ich lerne ja die Stellen, an denen irgendetwas matcht oder an denen irgendetwas failt. Und dadurch kann ich vielleicht geschickter optimieren innerhalb der Suche, während die Suche läuft, was halt natürlich gerade für eine Suche auf sehr, sehr großen Eingabedaten prinzipiell interessant ist. Gut, worüber ich jetzt hier nicht gesprochen habe in der Kürze der Zeit, das ist natürlich für Regex ein ganz heißes und interessantes Thema, sind eben Captures und Substitutions. Also meistens wollen wir uns irgendwelche Subausdrücke merken und gegebenenfalls durch irgendwas ersetzen. Da möchte ich nur mal kurz ein Beispiel zeigen, wie das aussehen kann. Das ist jetzt ein Beispiel aus der Lua-Implementierung für einen CSV-Parser und das ist auch wirklich alles, was das Ding tut. Was man letzten Endes zurückkriegt, ist quasi eine Liste von Listen mit den entsprechenden Feldwerten. Und ich denke, ihr seid jetzt sowieso schon in der Lage, das zu lesen. Also wir haben hier eine Record-Regel, gefolgt von einem Zeilenumbruch und einer weiteren Record-Regel und das ja null oder mehr Male. Und das ist einfach das Symbol für Captures.
Das heißt, ich bekomme quasi für jede Zeile wieder was zurück, und zwar die Inhalte dieser Zeile oder die Inhalte dieser Record-Regeln. Im Record gibt es halt sogenannte Fields, die durch Kommata getrennt sind, mindestens eins, ansonsten beliebig viele. Auch die bekomme ich wieder in einer Liste zurück. Und die Fields bekomme ich in zwei Geschmacksrichtungen. Einmal eben escaped, das bedeutet, da stehen doppelte Anführungszeichen drumherum. Oder in simple, das ist dann eben ohne Quotes. Die Regel für simple ist relativ einfach. Es darf kein Komma sein, es darf kein Double Quote sein und es darf kein Zeilenumbruch sein. Ansonsten ist alles erlaubt für diesen Wert. Und diese Klammern hier bedeuten eben eine Substitution, das heißt, oder ein Capture. Das heißt, das, was durch diese Regel sozusagen an der Stelle geparst wurde, wird sich behalten und an die Engine zurückgegeben. Und für das die Felder, die escaped sind, haben wir hier ein Capture, und diese Tilden bedeuten, das ist eine Substitution, das heißt, da findet innerhalb des Parsens eine Ersetzung statt. Und der Feldwert sozusagen ist entweder, wir dürfen kein Double Quote sein, oder wir können zwei Double Quotes sein. Wenn wir zwei Double Quotes sind, dann werden die direkt durch einen Double Quote ersetzt, und das beliebig oft. Das trägt Sorge dafür, dass innerhalb eines gequoteten Strings in einem CVS, wenn da ein Double Quote drin vorkommen sollte, ist dieser normalerweise als zwei Double Quotes zu schreiben. Das heißt, hier haben wir im Grunde mit dem Capturing und dem Scanning durch diese Substitution Rule, die hier direkt angewendet wird, auch direkt alles erledigt. Was wir zurückkriegen, sind quasi die reinen Feldwerte. Entweder simple Werte oder die Werte entsprechend ohne die Quotes, beziehungsweise nicht nur ohne die Quotes, sondern auch alle zwei aufeinanderfolgenden Double Quotes durch ein einzelnes Quote ersetzt. Das heißt, das, was wir hier zurückbekommen, ist direkt konsumierbar, weil es schon korrekt geparst wurde. Also ihr seht hoffentlich, da geht eine Menge. Damit möchte ich noch kurz auf die Implementierung eingehen. Die mir bekannten zumindest sind eben LPAC für Lua. Das ist auch die Implementierung, die diesen VM-Ansatz macht. Ist auch in einem Paper beschrieben, das sehr lesenswert ist. Es gibt eine Implementierung in Rust und es gibt eine Implementierung in Clojure. Clojure ist zwar prinzipiell für die Java Virtual Machine, aber ein bisschen ekelhaft aus Java heraus zu benutzen. Deswegen habe ich angefangen, eine eigene Implementierung in Kotlin zu schreiben für die JVM mit dem Namen GuineaPack. Ist bisher noch nicht veröffentlicht. Da werde ich jetzt im Laufe dieser Veranstaltung weiter dran hacken und kommt dann auf GitHub. Ist definitiv noch nicht production ready. Ich weiß auch nicht, ob ich es jemals so weit bringen werde. Es ist für mich halt ein Spaßprojekt, aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja gerne reinschauen. Und damit komme ich dann eigentlich auch schon zum Ende. Also ich finde, PEGs sind eine wunderbare konzeptionelle Basis eben für Pattern Matching. Der Ansatz über eine VM erhält eben die Laufzeitcharakteristik weitestgehend. Also ist dann nicht mehr ganz linear, aber annähernd linear. Und die Performance der bisherigen Implementierungen ist vergleichbar mit anderen Parsing-Tools, aber ohne den ganzen Aufwand sozusagen, den man damit hat, beziehungsweise ein Parser-Generator hat halt auch immer den Nachteil, dass man nicht mal eben on the fly zur Laufzeit einen Ausdruck matchen kann, sondern man muss immer schon vorher wissen, was man matchen will. Gut, das war's von meiner Seite. Gibt's Fragen? Bitte. Moment bitte. Haben wir ein Mikro? Ja. Wo kann ich die 5 plus 2 oder was es auch immer Instruktionen der Matching-Maschine, wo kann ich die Semantik davon nachlesen? Die sind in dem Paper des Authors der Lua-Implementierung beschrieben. Also wenn man nach LPAC im Netz sucht, die Referenz müsste auch nochmal hier verlinkt sein in den Folien, gibt es ein entsprechendes Paper, was die komplette Implementierung beschreibt und auch nochmal die PEG-Theorie dahinter, soweit es das Parsen mit der VM betrifft. Also ich frage Onkel Google Lua und PEG oder was? Genau. Danke. Bitteschön.
Anmerkung, Perl 6 enthält, glaube ich, auch ein Parsing, Expression, Grammar, Parser fest eingebaut. Ja, wunderbar. Dankeschön. Hier links ist noch. Ja, auch noch eine Anmerkung. Also für Python heißt das Ding wohl PyPEG2. Okay. Gibt es auch eine Implementierung. Ich habe es ja allerdings selber noch nicht großartig ausgetestet. Okay. Du hattest eben so ein Beispiel, wo man A, B, A am Ende matchen möchte. Gibt's dafür einen guten theoretischen Ansatz, wie man das vernünftig optimiert? Weil der. Oder du erklärst mir nochmal kurz, wie das mit dem Char als Instruktion genau gemeint ist. Okay, gehen wir nochmal zu. Moment. Ich glaube. Genau das. Das ging ja? Ja, weil du hast ja jetzt, wenn du irgendwie. Hatte ich eben? ABA oder sowas? ABA, genau. Nee, ich meine, wenn man jetzt da das Wort ABA reinwirft, dann hättest du das Testchar A würde matchen und das Char B würde dann halt failen, aber du könntest halt das A, was ne, danach kommt, nicht mehr als Ende erkennen, wenn jetzt Char B failen würde danach. Kannst du bitte nochmal langsam sagen, ich komme gerade nicht mit. Ich frage mich, wie man die Instruktion Char B am besten optimiert. Char B. Ja, also was genau macht das? Das matcht nur, ob an der entsprechenden Position ein B steht. Und wenn die nicht da steht, dann fällt der Ausdruck. Aber sowas wie AABA würde dann failen? Sowas würde failen, ja. Wobei das ja ein Wort ist, was akzeptiert werden sollte. Ach so, ja, AABA, okay, gut, jetzt bin ich bei dir. Genau. Gut, spielen wir es mal durch. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch alles richtig gemacht. Also, wenn wir jetzt das erste A matchen, dann sind wir ja sozusagen in diesem Zweig drin. Das heißt, ich habe den Choice. Jetzt käme halt das zweite A an der Instruktion, wo Char B steht. Damit würde diese Instruktion fehlschlagen. Soweit klar. Und wenn die Instruktion fehlschlägt, springe ich halt direkt an Position 7, ja, also in die zweite Alternative rein. Ja? Das heißt, dass ich konsumiere hier eine weitere, also die Eingabe sozusagen. Der Zeiger steht ja zu dem Zeitpunkt noch auf dem ersten A sozusagen. Ne? Mit dem NE1 konsumiere ich das erste A. Dann komme ich hier in die Jump-Position und ich fange halt wieder in der ersten Regel an. Das heißt, hier teste ich wieder auf ein A. Das wäre ja bei ABA das zweite A. Das matcht sozusagen. Das heißt, ich gehe in Choice, matche dann ein B. Auch das steht an der richtigen Stelle. Ich matche das A. Auch das steht an der richtigen Stelle. Ich committe. Das bedeutet, mein Choice ist sozusagen vorbei. Ich weiß jetzt, dass ich die erste Alternative gematcht habe, springe an Position 9. Mit Position 9 returne ich, quasi unter den Call. Bin sozusagen aus der Schleife raus, gerate auf die Jump-Position und springe dann ans Ende. Und wenn ich Ende erreiche, ist der String sauber gepasst. Also A, B, A. Matcht quasi genau so, wie wir das erwarten, indem man das erste Mal testet, failt, in die Any-Regel springt. Aus der Any-Regel geht es direkt wieder in die erste Alternative hinein. Und da habe ich ja den String ABA. Soweit verständlich? Weitere Fragen? Nur eine Anmerkung, wer danach, also nach diesem Vortrag in Python damit rumspielen will, ich würde mich da mal dran versuchen und suche dann Mitkämpfer.
Du hast erwähnt, dass es da so Just-in-Time-Optimierungsmöglichkeiten gäbe. Ja. Was für Freiheitsgrade habe ich überhaupt zum Optimieren, wenn das Verhalten vollständig deterministisch definiert ist, was passieren soll? Du hast zum Beispiel solche Optimierungen, wie ich es gezeigt habe. Also zum einen, du kannst zum Beispiel entscheiden, dass du eben das quasi die Choice-Instruktion gar nicht benutzt, also nichts mehr auf den Stack legst, weil Dinge sich gegenseitig ausschließen. Mhm. Du musst dir dann nichts merken sozusagen. Du kannst weitere Instruktionen einführen. Also eine der anderen Instruktionen zum Beispiel ist, dass ganze Zeichengruppen über eine Instruktion gematcht werden. Da kann man halt diverse Bitmaskentricks machen, dass man halt zum Beispiel eine Instruktion hat, die also bis zu, was weiß ich, 16 Charakter oder sowas halt auf einmal matchen kann aus einer Gruppe heraus oder so. Das sind halt die Sachen. Also es sind jetzt keine ich sag mal, Optimierungen im Großen, sondern halt im Kleinen, die das halt irgendwie schneller machen. Mhm. Also nichts, was aus den Daten, die historisch anfallen, lernt, dass immer dieser Zweig genommen wird und nicht jener, sondern einfach so ein statisches Optimieren. Ja, wenn du es wirklich, sag mal, eine Sprache hast, die sehr strukturiert ist oder halt immer oder sich auf gewisse Dinge verlässt, also zum Beispiel, soll ich sagen, dass in einem, ja, irgendwas zum Beispiel alphabetisch sortiert ist oder sowas, dann könntest du prinzipiell dieses Wissen wieder nutzen. Oder halt auch Häufigkeitsverteilungen, wenn du weißt, dass irgendein Schlüsselwort besonders häufig vorkommt, kannst du diese Regeln gegebenenfalls vorziehen in den Alternativen. Aber ist die Reihenfolge, in der ich Schlüsselworte matche, nicht durch die Grammatik definiert? Wenn ich zuerst auf Keyword 1 und dann erst auf Keyword 2 teste, kann ich das ja nicht umstellen, weil die Grammatik ja vorschreibt, ich muss zuerst das und dann das erst testen. Genau, die muss das effektiv erlauben, ja, natürlich. Je generischer du wirst, desto schwieriger ist es für eine Maschine, das zu entscheiden. Aber prinzipiell sollte man das beim Definieren der Grammatik ja schon machen. Also Grammatiken werden ja auch von Menschen geschrieben, in der Regel mit dem Wissen, wie diese Sprache aufgebaut ist. Und da zeigen sich Optimierungsmöglichkeiten. Zu dem Beispiel habe ich jetzt keine Folie leider. Aber zum Beispiel das Beispiel mit dem C-ähnlichen Kommentaren also haben wir einmal gesehen über diese Alternativen, dass wir sagen, wir matchen erst das Ende dieses Kommentars, wenn nicht, gehen wir in die Alternative, konsumieren ein Zeichen und versuchen dann nochmal das Ende zu matchen. Das funktioniert prinzipiell, man könnte es aber auch andersherum schreiben. Also man könnte sagen, wir matchen beliebig lange alles, was nicht Sternchen Slash ist und dann Sternchen Slash. Mhm. Diese zwei Ausdrücke sind untereinander äquivalent. Sie haben aber leicht andere Performance-Charakteristiken. Mhm. Das wäre zum Beispiel aber was ein Compiler erkennen könnte, so eine Formulierung, und die dann quasi in die erste Form, die ich gezeigt habe, übersetzen und sozusagen die schnellere Variante bevorzugen, weil er an der Stelle weiß, dass sie äquivalent sind. Mhm. Das ist halt aber dann, wie soll ich sagen, man muss da schon ziemlich Eindeutigkeit haben. Also es geht nicht für beliebig komplexe oder verschachtelte Ausdrücke. Ja. Und zwar von mir die Frage, für reguläre Ausdrücke ist ja das Schnittmengenproblem im Allgemeinen unentscheidbar. Also eine Turing-Maschine kann nicht in endlicher Zeit entscheiden, ob zwei reguläre Ausdrücke dieselben Sachen matchen. Ja. Gilt das für PEGs auch, und was heißt das für diese Optimierung, wo die Maschine sozusagen entscheidet, zwei Ausdrücke sind, hattest du ja vorgemacht, die mit den Strings High und Foo, wo du gesagt hattest, dass die Maschine sagen kann, die sind definitiv widersprüchlich und daraus optimieren kann. Aber gilt das nicht nur für sehr, sehr einfache Beispiele? Ja, das gilt für sehr, sehr einfache Beispiele. Ich weiß nicht, ob es einen generellen Beweis gibt, ähnlich wie es die für reguläre Ausdrücke gibt. Es kann gut sein, ist mir jetzt nicht bekannt. Aber natürlich, um das von einer Maschine sozusagen oder einem Compiler entscheiden zu lassen, geht das nur für relativ simple Sachen. Ne? Selbstverständlich.
Gut, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und schönen Abend.